war ein schwerer Schicksalsschlag. Vor wenigen Wochen starb Michael Wendlers, 48, Mutter Christine Tegemann 3 und zuletzt standen sich Mutter und Sohn nicht mehr sehr nah, weshalb der Schlagerstar nun emotionale Worte fand. Zwischen all den Corona-Skandalen sorgte vor wenigen Wochen diese Nachricht für Schlagzeilen. Völlig unerwartet starb Michael Wendlers Mutter Christine Tegemann im Alter von 73 an den Folgen eines Herzinfarkts. Obwohl der Schlagerstar zuletzt kein sonderlich enges Verhältnis zu seiner Mutter gehabt haben soll, meldete er sich kurz nach der Todesmeldung bei Telegram zu dem Schicksalsschlag zu Wort und fand emotionale Worte. In wenigen Tagen März 2020 soll in Dienstlaken nun die Beerdigung von Christine Tegemann stattfinden, wie der Traueranzeige, die Michael Wendler vor wenigen Stunden mit seinen Telegram-Anhängern teilte, zu entnehmen. Erst kürzlich erklärte der Schlagerstar, dass er seinen Fans sogar die Teilnahme an der Beisetzung ermöglichen wolle, da er wisse, dass seine Mutter viele Fans gehabt habe. Copyright-Symbol, Telegram Michael Wendler. Doch damit nicht genug, denn erneut fand er bewegende Worte für seine verstorbene Mutter und erklärte, wie gerne er sich noch mit ihr ausgesprochen hätte. In der Vergangenheit war das schwierige Verhältnis zwischen Michael Wendler und seinen Eltern immer wieder Thema in den Medien. Sowohl seine Mutter als auch sein Vater Manfred Wessels äußerten sich unter anderem in verschiedenen RTL-Interviews immer wieder über ihren Sohn. Vor allem sein Vater fand dabei selten positive Worte für den Musiker. Auch jetzt wetterte im Interview mit der Bild erneut gegen ihn und erhob schwere Vorwürfe gegen Michael. Nach Angaben des 74-Jährigen wolle sich der Ehemann von Laura Müller nämlich angeblich nicht an den Kosten der Beerdigung beteiligen. Auch, dass er überhaupt an der Beisetzung seiner Mutter teilnehmen werde, hielt Manfred Wessels für unwahrscheinlich. Dazu hat er viel zu sehr Angst vor der Strafe und dass man ihn hier einbuchtet. Das wollte Michael Wendler aber nicht auf sich sitzen lassen und schoss bei Telegram zurück. Das letzte Wort zwischen Vater und Sohn scheint hier noch nicht gesprochen zu sein.